Hallo und herzlich willkommen zu Let's Start und dem neuesten Teil der Tutorial-Reihe für Planet Zoo. Heute werden wir uns ein wenig über dieses Infofenster hier unterhalten. Es gibt zuallererst mal zwei verschiedene Arten von Bewertungen, die ein Tier erhalten kann. Einmal die Tierattraktivität und einmal die allgemeine Tierbewertung. Die Attraktivität wird sich im Laufe des Lebens des Tieres nicht verändern und bleibt somit konstant. Diese Bewertung hier kann sich verändern. Die Attraktivität an sich entsteht durch die allgemeine Art des Tieres. Beispielsweise Löwen sind sehr beliebt, aber auch die Wildhunde sind dennoch recht attraktiv. Diese Bewertung hier entsteht dadurch, dass wir uns gut um das Tier kümmern, beziehungsweise schlecht, dann ist sie halt niedriger. Die Attraktivität setzt sich auch über die Gene zusammen. Wenn das Tier gute Gene hat, hat das Tier auch eine gute Attraktivität. Als nächstes haben wir die Angabe, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt und ob es sich um ein Alphatier handelt. In diesem Fall haben wir hier ein Alphatier. Außerdem können wir das Verhütungsmittel anwenden oder entfernen, falls wir gerade keine Jungtiere haben wollen oder wenn wir Nachwuchs erwarten möchten. Der Status des Tieres gibt uns eigentlich das Alter an. In unserem Fall ist unser Wildhund ausgewachsen und 10,1 Jahre alt. Über das Wohlbefinden haben wir uns im letzten Video schon unterhalten, deswegen werde ich hierzu jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Ansonsten gibt es hier noch zwei Buttons, einmal Tierarzt rufen und einmal Tierpfleger zum Gehege rufen. Die sind eigentlich recht praktisch, speziell wenn das Tier mal verletzt sein sollte, was bei Wildhunden schon vorkommen kann, weil es sich hier nämlich ab und zu Revierkämpfe eintreten können. Hierüber kann man dem Tier dann relativ schnell helfen. Ein weiterer Button ist der Bewegen-Button. Mit diesem Button können wir das Tier entweder in ein anderes Gehege verlegen oder auch die Position direkt im Gehege verändern. Das sieht dann so aus. Und schon wird das Tier an anderer Stelle des Geheges wieder ausgesetzt. Diesen Button hier kennt ihr sicher auch. Dadurch können wir das Tier ins Handelszentrum zurückversenden. Die unteren drei Button geben uns einmal einen Einblick in die Kamera des Tieres, also quasi die Ego-Perspektive, beziehungsweise ein bisschen dahinter, nicht direkt Ego-Perspektive. Dann ein schneller Blick in die Zoopedia des Tieres. Und das Tier versandfertig machen, das heißt, es wird in eine Box gesteckt. Als nächsten Punkt gibt es hier das Gelände. Hierzu werde ich jetzt auch nicht so viel sagen, denn das haben wir im letzten Video bereits besprochen. Genauso geht es mit der Umgebung weiter. Das haben wir auch im letzten Video besprochen, deswegen springe ich direkt weiter zur Lebensqualität. Auch wenn wir diesen Punkt im letzten Video kurz angesprochen hatten, möchte ich hier nochmal auf einen kleinen Hinweis eingehen. Und zwar haben wir hier eine kleine Punktezahl, in dem Fall 232, das ist die aktuelle Zahl, und 110, das ist das, was wir haben sollten. Wenn wir beispielsweise jetzt drei Sprinkler haben, wird diese Zahl quasi durch diese drei Sprinkler summiert. Wenn wir jetzt also einen davon wegnehmen, sinkt diese Zahl dementsprechend. Fügen wir das Ganze wieder hinzu, wird sie größer. Das heißt, ihr könnt auch dieselben Objekte mehrfach platzieren und die Zahl steigt dennoch. Als nächstes haben wir das Zuchtbuch. Das gibt uns einfach nochmal Auskunft über das aktuelle Alter und wo wir das Tier her haben. In dem Fall haben wir das hier in diesem Zoo aufgenommen gehabt, ganz normal aus dem Tierhandel. Nichts Spezielles und nichts Großartiges. Als nächstes geht es hier um das Sozialverhalten. Wir haben hier einmal das allgemeine soziale Wohlbefinden und die Population. Unser Wildhund möchte mindestens zwei Gefährten haben. Das ist hier grün, das heißt, es passt. Ihr seht, dass diese Linie links ist, das heißt, es geht noch deutlich weiter nach rechts. Die können ruhig noch mehr Artgenossen haben. Hier geht es wirklich um die erwachsenen Tiere. Wobei die Jungtiere dennoch Platz verbrauchen, sage ich jetzt mal im Gehege. Die sind zwar quasi hier in der Sozialleiste nicht drin, aber verbrauchen immer noch Platz. Als nächstes die Genetik. Ein sehr wichtiger Punkt, denn das
ist nämlich ein ausschlaggebender Punkt, wie beliebt unser Tier ist. Aber auch, wie gut wir das Tier verkaufen können. Und natürlich, dass wir das Tier mit anderen Tieren züchten können. Wir können hier auch über Partner vergleichen, das Ganze mal mit jemand anderem ausgleichen. Dann sehen wir hier beispielsweise bei der Fruchtbarkeit, dass hier ist bei dem einen Tier bei 50% und bei dem Jonas ist es bei 83%. Dieser lila Streifen dazwischen ist recht schmal, also die Fruchtbarkeit, die erreicht wird bei dem Jungtier, die ist ziemlich gut. Hat nur einen kleinen Nachteil, die Chance auf erfolgreiche Empfängnis ist 0%. Das Ganze kann man sich ein bisschen anschauen, ob man sich vielleicht vom Tierhandelszentrum ein anderes Tier holen sollte oder natürlich schauen, woran liegt das, dass das Ganze hier bei 0% Wahrscheinlichkeit ist. Ist eins der Tiere vielleicht zu alt? Sind die Gene zu schlecht? Stammen sie aus derselben Familie? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Zoopedia. In der Zoopedia finden wir viele hilfreiche Informationen, die uns für das Spiel wirklich nützen können. Die erste Seite dient eigentlich ausschließlich zur Information, bis auf dieses stark gefährdet, beziehungsweise auch andere Punkte, so habe ich hier gefährdet. Das schlägt sich auch auf die Beliebtheit des Tieres nieder. Und falls wir das Tier auswildern, dafür muss ich das Fenster jetzt hier wieder zumachen, auf die Art der Haltung, die ihr hier an zweiter Stelle seht. Auf der zweiten Seite seht ihr Informationen über den natürlichen Lebensraum. Einmal die Gehegegröße, die Temperatur im Gehege und die Zaunart. Die Zaunart ist immer recht unterschiedlich. So habe ich hier, dieses Tier möchte in einem Vivarium leben. Der Gabelbock braucht einen Zaun Grad 2, der größer als 1,25 Meter ist. Außerdem sehen wir hier Informationen, die uns weiterhelfen, unser Gehege naturgetreu einzurichten. Zum Beispiel mit Pflanzen aus Afrika, die sich in dem Biom Savanne befinden. Das ist übrigens bei der Natur als Grasland übersetzt. Dass ihr euch da nicht wundert, also Savanne ist Grasland. Ganz viele wichtige Informationen finden wir bei den Artendaten. Wir haben einmal eine Info zur Gruppengröße, 2 bis 27. Wobei wir hier sehen, bis zu 27 Männchen, bis zu 9 Weibchen. In dem Fall, da diese 27 der 27 übereinstimmt, heißt es, wir könnten auch eine reine Männergruppe bilden. Das wäre jetzt nicht so schlecht, die paaren sich dann nicht. Es gibt natürlich einen Haufen Revierkämpfe, aber das würde theoretisch auch gehen. Ein weiterer Punkt ist, dass dieses Tier ein Alpha-Paar bildet. Das heißt, es gibt immer ein Männchen und ein Weibchen, was ein Alpha-Tier ist und nicht nur eins. Und was auch sehr wichtig ist, ist das Paarungsverhalten. Unser Wildhund beispielsweise ist monogam. Das bedeutet, dass sich jeweils ein Männchen und ein Weibchen paaren können. Speziell beim Wildhund sind das sogar nur die Alpha-Tiere. Es gibt noch andere Paarungsverhalten, die vorkommen können. Das ist zum Beispiel promiskutiv. Hier paaren sich beliebig viele Männchen mit beliebig vielen Weibchen. Dann gibt es noch Polygyn. Hier paart sich ein Männchen mit mehreren Weibchen. Das ist beispielsweise beim Löwen so der Fall. Und es gibt auch polyandrisch. Hier paaren sich mehrere Männchen und ein Weibchen. Da habe ich gerade ein bisschen googeln müssen, weil mir selbst kein Tier eingefallen ist, das das macht. Habe dann den Tamarin gefunden. Das ist eine kleine Affenart. Genau, weil auf die Schnelle ist mir das selbst nichts eingefallen, wo das zutrifft. Als nächstes gibt es noch die Info, ob Gäste das Gehege betreten können. Im Falle des Wildhundes wäre das nicht so gut. Danach gibt es noch Durchschnittswerte zur Größe und zum Gewicht und zur allgemeinen Lebenserwartung. Hier ist es wichtig zu wissen, wenn ihr beispielsweise im Tierhandel ein Tier euch holt, schaut ein bisschen drauf, wie alt das ist. Klar, es ist schön, wenn ihr ein Tier für 100 Arterhaltungspunkte holt, so recht günstig. Wenn das Tier aber nur noch ein halbes Jahr zu leben hat ungefähr, ist das auch nicht mehr so toll. Wobei natürlich auch zu sagen ist, also das ist nur ein Durchschnittswert. Also die Tiere können hier wirklich älter werden oder jünger. Das ist nicht so, dass die mit 11 Jahren plötzlich umkippen.
Als nächstes gibt es noch die Info zur Geschlechtsreife, in dem Fall ein Jahr, und ab wann das Tier keine Junge mehr bekommen kann. Das heißt ungefähr ein Jahr vor der Lebenserwartung, also 10 Jahre, da wird das Tier keine Jungtiere mehr erhalten. Die nächste Info gibt uns Auskunft, wie viel Nachwuchs erwartet werden kann und wie lange das Tier trägt, beziehungsweise wie lange die Zeit zwischen den einzelnen Geburten ist. Außerdem, Fortpflanzung in Gefangenschaft ist auf jeden Fall sehr leicht. Im nächsten Punkt haben wir hier Forschungsstatus. Da gibt es Allgemeines, Wissenswertes über das Tier, Kurioses und Informationen über die Gehegeausstattung. Hier in dem Fall habe ich noch nicht so viel erforscht für das Tier, deswegen ist das noch recht leer. Der nächste Punkt, Interaktion mit anderen Tieren, bedeutet quasi, mit welchen Tieren wir diesen Wildhund zusammen in ein Gehege setzen können. In dem Fall wäre es jetzt gar nicht schlau, da überhaupt irgendein anderes Tier reinzusetzen, deswegen ist hier auch nichts drinnen. Am afrikanischen Schroß zum Beispiel ist sehr viel drinnen. Den könnte man zwar mit den Rappenantilopen verbinden oder mit den Springböcken, mit dem Steppenzebra. Dann gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Bei den Weltrekorden gibt es allgemein noch nicht so viel Inhalte drinnen, bald erhältlich. Also ich vermute, wir werden danach der Beta mehr Informationen hierzu erhalten. Ich vermute aber, dass das Weltrekorde aus der realen Welt sein werden, vielleicht aber auch innerhalb des Spiels. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Das war's im Großen und Ganzen fürs Erste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es war informativ und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss!